die war auf jeden Fall nett. Aber bei der Handynummer war es wieder eine Ablehnung. Ich habe vor Jahren mal angekündigt, dass ich mal andere Sachen neben Drogen auf diesem Kanal testen will. Besonders interessant hierfür sind kontroverse Themen. Und dafür eignet sich ganz gut das Thema Pickup. Denn viele haben keine besonders positive Meinung von Pickup. Ist das gerechtfertigt? Im folgenden Video gebe ich euch meine Einschätzung zu dem Thema. Ich werde natürlich sowohl negative als auch positive Aspekte des Pickup aufgreifen. Also schaut das Video mit einem Open Mind, denn vielleicht war eure Sicht auf Pickup ja zu negativ oder zu unkritisch. Ich war etwas perplex, als mich Freunde und Bekannte vor ein paar Wochen auf diesen Post hier anschrieben. Ja, ich habe einen Kurs gemacht, aber nicht dieser, der hier beworben wird, und die Anzeige ist im Allgemeinen einfach nur übel cringe. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass ich in dieser Anzeige bin? Ich habe mich letztes Jahr von meiner Ex-Freundin getrennt. Das Ganze hat mich psychisch einfach übelst zerstört. Ich war ungefähr ein halbes Jahr für gar nichts zu gebrauchen. Als während meiner damaligen Beziehung Tinder rauskam und meine Single-Freunde mit der App rumspielten, war ich irgendwie voll neidisch, weil das irgendwie äußerst aufregend aussah. Nach der Trennung konnte ich dann selbst damit experimentieren und musste relativ schnell feststellen, dass ich auf Tinder kaum Personen gematcht habe, die mir wirklich gefallen. Wobei es vereinzelt auch schon zu Dates kam, die ganz cool waren. Schreibt in die Kommentare, ob ihr ein Video zu meinen Tinder-Erfahrungen sehen wollt. Jedenfalls hatte ich trotz dieser wenigen netten Dates plötzlich so übel das pessimistische Denken, dass ich nie wieder eine tolle Freundin finden werde. Besonders weil ich selbstständig bin und man da nicht so oft Leute kennenlernt. Und weil es mir zu der Zeit psychisch sehr schlecht ging, hatte ich ein sehr negatives Selbstbild und fragte mich, warum eine Frau je mit mir ausgehen sollte. Könnte mir dieses Pickup eine Lösung auf meine Probleme sein? Doch was ist überhaupt Pickup? Pickup ist verdammt lecker! Und der Sponsor dieses Videos. Ne, schön wär's. Ich hab mir die Dinge hier extra nur für diesen Joke gekauft. Pickup ist gewissermaßen die Verführungskunst. Also Leute, die sich als Pickup-Artists bezeichnen oder bei Pickup-Kursen teilnehmen, beschäftigen sich damit, wie man Frauen verführt. Sehr häufig geht es darum, Frauen auf der Straße oder in Clubs anzusprechen, wobei es auch schon Pickup-Kurse für Frauen gibt, die zeigen, wie man beim männlichen Geschlecht landet. Viele denken, dass Pickup etwas ganz Böses ist, dass Pickup die Lehre ist, wie man Frauen am besten belästigt und manipuliert. Ich kann es teils verstehen, dass das Pickup keinen so guten Ruf hat, denn es gibt so einige Pickup-YouTuber, die moralisch etwas anders ticken. Vorab, das hier ist nichts für die Moralapostel unter uns. In der folgenden Chatverlaufanalyse wirst du sehen, wie ich eine verheiratete Frau dazu bekomme, dass sie mir Nacktbilder, sogenannte Nudes, von sich schickt. Du musst frei vom Ergebnis sein. Das heißt, du darfst nicht zu viel Druck auf der Leitung haben. Treff dich ruhig mit zwei Frauen an dem gleichen Tag. Einmal mit der neuen und zeitversetzt mit der späteren. Außerdem mache ich mich ein bisschen jünger, als ich bin. Wir wollen ja in Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und tendenziell ist es so, wenn du jetzt Frauen ansprichst, die wesentlich älter oder wesentlich jünger sind, und du nennst dann dein tatsächliches Alter, dass sie wieder abspringen. Frauen etwas vorzulügen oder was mit verheirateten Frauen zu haben, ist für diesen Dude überhaupt kein Problem. Wobei man selbst bei dem positiv erwähnen muss, dass die Frauen Spaß an den Interaktionen zu haben scheinen. Andererseits würde man Gegenteiliges natürlich nicht auf YouTube zeigen. Es geht in diesem Video also darum, warum du, wenn es um eine Beziehung geht, sogar Nacktfotos verlangen solltest und als Bedingung für die Beziehung einsetzen solltest. Okay. Bei manchen Pickup-Videos denke ich mir einfach nur, what? Das funktioniert? Sorry, you look adorable, but you look like trouble. So, I think you might be bad news, but I do think you're adorable. See, I like you, but I just don't trust you. Are you adventurous and spontaneous? Also aus meiner Sicht verhält sich der Dude immer sehr cringy. Entweder verstehe ich Frauen noch weniger, als ich dachte, seine Videos sind fake, oder er zeigt irgendwie 10.000 Abfuhren nicht. Im folgenden Video fühle ich sehr die Aussagen von Olli Schulz. Gefällt dir Berlin? Ja. Das ist eine aufregende Stadt, oder? Also, ich finde, man kann immer wieder irgendwas Neues erleben. Oh Gott, was der redet. Oh, guck mal, wie sie guckt jetzt. Oh, sie wäscht sich voll die Hände ab. Die Kunst des Pickup hatte auch keinen besonders rühmlichen Start. Denn am Anfang bestand die Pickup-Szene aus Männern, die sich nur darüber ausgetauscht haben, was man zu Frauen sagen muss, wenn man sie ins Bett bekommen will. Was ist jetzt denn los?
Diese Phase des Pickups wird im Bestseller The Game sehr gut geschildert. Hier geht es um Neil Strauss, der sich in die Pickup-Szene einschleust und ein richtiger Frauenheld wird. Aber gegen Ende des Buches, Spoiler Alert, erkennt er, dass er im Grunde nur irgendwelche Sprüche auswendig gelernt hat und manipulative Taktiken wie Push and Pull angewendet hat, um Frauen ins Bett zu bekommen. Weil man da immer nach einem vorgefertigten Schema gearbeitet hat, konnte man mit den Frauen gar keine echte Connection aufbauen. I started to think, well, maybe I'm just completely wrong about everything. Pickup hat sich seitdem aber sehr stark weiterentwickelt. Und jetzt geht es bei vielen Pickup-Philosophien mehr darum, wie man die Herzen der Frauen mit Authentizität gewinnt. Das bekannteste Buch, das die Theorie dieses Prinzips lehrt, heißt Models, Attract Women with Honesty, welches ich mir damals direkt nach The Game geholt habe. Man bekommt keine manipulativen Taktiken mehr beigebracht, sondern wie man die beste Version von sich selbst wird und was man für Mindsets braucht. Bei vielen Pickup-Artists ist das Frauenthema teils zur Nebensache geworden. Es gibt sogar ein Video von einer Feministin, die angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um das Ganze zu debunken. Und dann ist sie sogar so einem Pickup-Kurs gegangen und hat richtig viele Skills gelernt, um ihr Leben zu verbessern. What the fuck? Are they even talking about game or pickup? They're actually, I don't know, especially the coach that I saw at the Hot Seat Experience, RSD Tyler, is talking about these concepts like authenticity, free association, letting go, being present to the moment, and all these woo-woo sort of bro-science-y concepts. Der Pickup-Kurs, den diese Feministin besucht hatte, war von Owen Cook, aka RSD Tyler. Das ist ironischerweise ein Pickup-Artist, der bereits in dem Buch The Game vorkommt, als eine Person, die als sehr manipulativ dargestellt wird. Ältere Videos von dem finde ich wirklich sehr cringy. Aus seinem neueren Content kann man sich aber viel mitnehmen. Die Videos von dem haben mir in der Trennung auch oft ein positives Mindset verschafft. Und scheinbar ging es auch vielen von euch so. Denn als ich euch zu der Zeit gefragt habe, ob sie mir irgendwelchen Content empfehlen können, der mir bei der Trennung hilft, waren die häufigsten Empfehlungen Eckhart Tolle und Owen Cook. Ähnlich ist es bei Julian Blank. Blank? Der war sogar mal bekannt als der meistgehasste Mann, weil er ein paar fragwürdige Sachen gesagt hat. Dating coach is now being called the most hated man in the world. That's the question that Time Magazine asked. I agree, it was a horrible attempt at humor. And unfortunately, a lot of it also got just put out of context. So you had nothing to do with this? This is so far in the opposite direction of what I teach that I stupidly thought, you know, mocking it would be funny, but it wasn't, and I regret putting that out. Aber inzwischen sind seine meisten Videos einfach nur Videos, in denen er Menschen hilft, zu einer besseren Version von sich zu werden. Obwohl Julian schon eher männliches Publikum hat, könnte sich eine Frau genauso hilfreiche Tipps aus den aktuelleren Videos mitnehmen. Natürlich gibt es nach wie vor schwarze Schafe in dieser Community, aber jedenfalls ist es ein bunter Mix, den man nicht alle über einen Kamm scheren sollte. Es gibt eher spirituell angehauchte Pickup-Artists, die einem beibringen, dass man genauso Männer anreden soll, weil es einfach darum geht, möglichst viele spaßige soziale Interaktionen zu haben und nicht mit wie vielen Frauen man Sex hat. Dann gibt es aber auch die direkte Gegenbewegung, die sagt, hey, das ist Bullshit, was die ganzen spirituellen Artists sagen. Es ist wichtig, dass du es drauf hast, mit vielen Frauen Sex zu haben. You have a lot of pickup schools and pickup coaches. Telling you, don't worry about the account, who gives a shit. And then when I'm like, dude, I've fucked a lot of chicks, I know what I'm talking about. Es gibt zwar, wie gesagt, tatsächlich schwarze Schafe in dieser Community, dennoch geben sich viele Medien Mühe, jeden einzelnen Pickup-Artist ohne Beweise durch miserable journalistische Arbeit in ein schlechtes Licht zu rücken. But it's really about how to have sex with women, right? That's what a lot of the details part of it, but to be honest, too, a lot of our clients do meet their spouses on these programs. You think that men meet women and get into meaningful relationships with the tips that you give them? More than you'd think, yeah. Der Pickup-Artist Matthias Pöhm hat beispielsweise mal ein Seminar in München gehalten und dann gab es direkt Beiträge im Fernsehen und im Internet, die einem vor diesem schlimmen Mann warnen. Und Frauen sind mit Flyern rumgegangen, um vor diesem Pickup-Artist zu warnen. Die gehen relativ aggressiv auf die Flirt-Modus. Manipulativ gegenüber Frauen, auch übergriffig. Die Instagram-Seite Dickfotzerten verbreiteten in diesem Zusammenhang sogar den Hashtag Gewalt ist keine Kunst mit sämtlichen gehaltlosen, generalisierenden Anschuldigungen.
Man kann das Ganze ja kritisieren, aber Pickup hier mit Gewalt gleichzusetzen, ist lächerlich. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit der Arbeit von Matthias Pym nicht beschäftigt habe und daher nicht ausschließen kann, dass er zu den fragwürdigeren Artists gehört. Ausreichend Beweise dafür, dass er in seinen Kursen die Teilnehmer zu manipulierenden, grenzüberschreitenden Raubtieren ausbildet, fand ich in den kritischen Beiträgen zu ihm allerdings nicht. Da Frauen ja häufig in Clubs oder Bars Erfahrungen mit Personen machen, die gewisse Grenzen nicht beachten, kann ich natürlich die Skepsis gegen Pickup verstehen. Aber da heute die meisten Pickup-Coaches nicht sowas lehren, ist die Chance hoch, dass die Männer, mit denen Frauen solche Erfahrungen machen, wohl keine Besucher von Pickup-Kursen waren. Es kann wie gesagt auch vorkommen und es gibt auch schlechte Coaches, aber es wird teilweise maßlos übertrieben, wie schlimm das Pickup ist. Die ganze unseriöse Berichterstattung scheint aber zu funktionieren. Manche Hardcore-Feministinnen geht Pickup so auf den Sack, beziehungsweise auf die Sackhine, dass sie das Auto von einem Pickup-Artist zertrümmert haben. Wir wissen jetzt, dass Hardcore-Feministinnen was gegen solche Pickup-Kurse haben, aber wie ist das bei dem Rest? I don't give a fuck. Grundsätzlich würde ich seinen Kurs gar nicht so schlecht finden, dass sich Männer, gerade wenn die Freunde alle schon in Beziehung sind oder so, untereinander austauschen können. Vielleicht gibt es Männer, die da sich etwas schwerer tun, wo vielleicht so ein Kurs gut ist. Mhm. Aber normalerweise, ich denke mal, die Mehrheit der Männer weiß schon, wie Flirten funktioniert. Mhm. Und dann muss man ja da auf Signale achten. Meine Community ist hier erstaunlich open-minded. Nur ca. 10% von euch fanden bei meiner Umfrage, dass Pickup etwas sehr Schlimmes ist. 35% finden Kurse, bei denen man gezeigt bekommt, wie man mehr Erfolg beim anderen Geschlecht hat, schlecht. Der Pickup-Artist Maximilian Pütz ließ mich und meinen Homie Manuel für dieses Video und ein entsprechendes Video auf Manuels Kanal seinen Pickup-Kurs komplett kostenlos machen und zahlte uns sogar noch die sehr teuren Hotelzimmer. So bewirbt Max seinen Kurs. Wir sprechen die Frauen so, wie es unseren Genen liegt als Männer, direkt an freundlich, lustig, aber auch männlich. Ich bin dafür bekannt, dass ich in meinen Coachings in sehr, sehr kurzer Zeit richtig krasse Ergebnisse mit jedem Teilnehmer erreiche. Ich weiß ganz genau, wie ich in kürzester Zeit, egal wo er steht, auf mindestens das Doppelte, wenn ich Fünffache von denen bringen kann, von dem, wo er jetzt steht. Wird sein Kurs diese Versprechen einhalten? Ja, also ich muss sagen, ich habe schon sehr Bammel, dieses Video zu drehen. Also so ein Coaching ist schon allein kontrovers, aber dann auch noch mit dir. Du hast ja auch dann direkt noch einen YouTube-Kanal, wo du sehr viele kontroversen Themen ansprichst und so. Hast du irgendein Video, wo du heute sagst, dass du da irgendwas gesagt hast, was nicht ganz stimmt oder wo du eine Aussage zurückziehen würdest? Ja, dieses Klima-Video, was ich gemacht habe, da scheint es wohl wirklich so gewesen zu sein, dass das nicht ganz richtig recherchiert worden ist. Ja. Ansonsten, ich bin trotzdem ein sogenannter Klimaskeptiker oder sagen wir menschengemachter Klimawandelskeptiker, dass das alles nicht so dramatisch ist, wie es ist. Auch wenn dieses Video nicht wahrscheinlich 100% Fakten sichert. Okay, krass. Obwohl Max scheinbar weiß, dass die Infos aus diesem Video falsch sind, ist es noch heute online, auch ohne irgendeinen Verweis, dass er hier Fake News verbreitet hat. Das war jetzt wirklich okay, nicht so gut, aber weißt du, die behaupten alle von denen, behaupten seit Monaten, dass 97% aller Wissenschaftler sich einig wären, was den menschengemachten Klimawandel angeht. Und das ist noch ein viel größerer Hoax und Bullshit. Okay, da weiß ich nichts. Ja, das hat der Markus Fiedler, der auch über Wikipedia gemacht hat, sehr, sehr gut. Wirklich alles kann jeder nachlesen, aufgebröselt, wie manipulativ das halt sozusagen das Ergebnis zustande gekommen ist. Also so, jeder macht Fehler, kein Thema. Ja, genau. Es gibt noch jede Menge weitere kontroverse Aussagen, die Max auf seinem Kanal bringt. Mitunter Max' kontroversestes Video trägt den Titel Nein heißt Nein, auf welchem Planeten? Hier stimme ich Max in seiner Grundaussage zu. Der Spruch Nein heißt Nein hat etwas Dämliches. Bevor ihr jetzt getriggert seid, hört meine Begründung an. Klar, wenn man es wortwörtlich nimmt, heißt Nein gleich Nein. Aber Ihnen ist wohl nie beigebracht worden, dass man Wörter nicht mit sich selbst erklärt.
Nein heißt Nein, Haus heißt Haus und Trompete heißt Trompete. Duh. Aber die Frage ist, drückt jeder Satz, in dem ein Nein enthalten ist, auch wirklich das exakt gleiche aus? Wenn eine Frau sagt, nein, ich möchte nichts von dir, lass mich in Ruhe. Oder wenn die Frau beim Rummachen sagt, oh nein, das geht mir etwas zu schnell. Dann sind das doch zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Oder wie es Bill Burr in seiner Comedy etwas übertrieben ausdrückt. No means no, that's another one. No means no. It's like, no it doesn't. Alright? Look, look, no means no. No, that means no, all right? But no, stop it, what are you doing? Oh my God, you're being so bad, stop it, no. Yeah, that's not a fucking no. But then you go to court and you get a bad read and there's some guy reading it. Your Honor, she said no, stop it. What are you doing? You're being so bad. Yeah, and you're just sitting there like, she didn't fucking say it like that. She didn't say it like that. Bei dem einen Szenario hat die Frau kein Interesse und wird es auch nie haben, bei dem anderen Szenario hat sie generell schon Interesse, aber es geht ihr vielleicht etwas zu schnell. Und es gibt auch viele Stufen zwischen diesen beiden Szenarios. Menschen sind komplexe soziale Wesen, sodass ein Wort immer in einem anderen Kontext steht und somit im Endeffekt auch was anderes bedeuten kann. Im Falle von Ironie sogar das komplette Gegenteil. Das heißt nicht, dass man die Grenzen der Frauen missachten soll und einfach immer weiter versuchen, sie zu verführen. Max hat hier die Sorge, dass dieser Slogan dazu führen könnte, dass Frauen jedes schlechte Date dann direkt als MeToo-Fall rechnen können, so wie es beispielsweise Aziz Ansari passiert ist. Und dass Frauen, die vor dem Sex, nein, du böser Junge, gesagt haben, vor Gericht Recht bekommen würden, wenn sie den Mann als Vergewaltiger anzeigen, weil sie schließlich das Wort Nein verwendet haben. Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, warum ich sein Video trotzdem ziemlich fragwürdig finde. Ich glaube, Max argumentiert hier gegen einen Strohmann. Vor 2016 galt es vor Gericht nicht als sexueller Missbrauch, wenn keine Gewalt im Spiel war. Also, wenn die Frau vor dir liegt und elendig weint und sagt, dass sie das nicht will und man sie dann trotzdem fickt, also, wenn man dann trotzdem Sex mit ihr hat, war das bis 2016 vor dem Gesetz völlig okay, obwohl es das nicht sein sollte. Und aufgrund solcher Umstände hat sich dann diese No-Means-No-Bewegung gegründet und inzwischen hat man das dann auch gesetzlich angepasst. Jetzt gilt es auch als sexueller Missbrauch, wenn man sich klar erkennbar über den Willen der Frau hinwegsetzt. Also wenn die Frau, nein, lass das, du Schlingel, sagt, ist das nach wie vor kein Verbrechen, weil man sich dann nicht über einen erkennbaren Willen gesetzt hat. Natürlich gibt es auch vereinzelt radikale Stimmen, die absurde Gesetze wollen, wie in Schweden, wo Sex, glaube ich, nur legal ist, wenn man die explizite Zustimmung zum Sex ausgesprochen hat. Aber laut meiner Recherche sehen die meisten den Nein heißt Nein-Slogan in diesem Gesetz umgesetzt. Man muss aber zugeben, dass ein Slogan wie wenn sie sagt, hör auf, dann hör auf, für die Kampagne deutlich treffender wäre, weil die eigentliche Message doch ist, dass man es akzeptieren sollte, wenn die Frau keinen Sex will. In dem jetzigen Nein heißt Nein-Slogan könnte man reininterpretieren, dass hier keine unterschiedlichen Nuancen des sozialen Zusammenspiels anerkannt werden. Ebenfalls kritisiere ich an dem Video, dass sich Max zwar ausdrücklich dagegen ausspricht, die Grenze der Frau zu überschreiten, aber es täte dem Video gut, wenn er explizit dazu raten würde, dass man bei einem Nein tatsächlich mit allen sexuellen Verführungsversuchen aufhören sollte und warten, bis die Frau den nächsten Schritt macht. Aus meiner Erfahrung stehen die Frauen sogar da drauf. Er und ich haben da möglicherweise andere Sichtweisen, was dann noch okay ist und was nicht. Max sagt in dem Video auch sowas. Frauen initiieren Intimitäten nur aus Verzweiflung. Das dicke Mädchen in der Dorfdisco oder die besoffene Ü40-Trolle auf der Betriebsfeier greift dir vielleicht auch mal beherzt an den Arsch. Aber als Faustregel kann man festhalten, umso begehrter das Weib, umso passiver verhält es sich. Als ich ihn gefragt habe, woher er das weiß, meinte er, dass er das aus Erfahrung weiß, von ihm und seinen Kunden. Dass das seine Quelle ist, sollte er, denke ich, bei solchen Behauptungen dazu sagen, damit man besser einschätzen kann, ob einem diese Quelle als Beleg reicht.
Max und seine Kunden sind, denke ich, jetzt kein repräsentativer Schnitt der Bevölkerung. Aus meiner Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Ich hatte schon mehrmals hübsche Frauen am Start, die deutlich mehr der Aggressor waren als ich, und auch bei Freunden konnte ich das beobachten. Frauen verachten Männer insgeheim, die nicht bereit sind, die Rolle des Initiators zu übernehmen für ihre Schwäche und Unmännlichkeit. Vielleicht gibt es viele Frauen, die auf dominante Männer stehen, aber dass Frauen generell solche Männer verachten, halte ich für Unsinn. Im Großen und Ganzen kann man dem Video genau das gleiche vorwerfen wie dem Spruch "No means no". Das Video kann ziemlich gut falsch verstanden werden. Max betont in seinen Videos immer wieder, dass Nice Guys bei Frauen kaum eine Chance haben. Man könnte sich ja mal die Frage stellen, warum diese Nice Guys bei euch lieben Frauen keinen Erfolg gehabt hätten. Dass Frauen nicht auf nette Männer stehen, halte ich einfach für Quatsch. Aber um Missverständnisse auszuschließen, fragte ich ihn einfach, was genau er mit Nice Guys überhaupt meint. Du redest ja immer von diesen sogenannten Nice Guys und netten Männern und dass die angeblich keine Chance und sowas hätten. Und ich wollte fragen, was ist deine Definition von netten Männern? Also welche Eigenschaften meinst du da genau, die angeblich bei Frauen nicht gut ankommen? Die wesentlichen Merkmale des Nice Guys sind nicht das, eigentlich das Nettsein, weil es eine falsche Nettigkeit, ich bin auch nett zu Frauen oder sowas, ne? Und die verstecken praktisch ihre Sexualität oder ihr sexuelles Begehren hinter einer Fassade der Nettigkeit. Oft sind es ja Nice Guys, wirklich, die dann wirklich ausrasten und Date-Rape machen und so, das weiß man auch von den ganz vielen Feministen, also männlichen Feministen, die immer so tun, nein, ich will ja nur dir helfen, und dann laden sie die tausendmal ein oder renovieren die Wohnung. Im Grunde genommen wollen sie halt auch bei einer Frau halt Sex oder geliebt werden, aber verstecken das halt hinter dieser Fassade der Nettigkeit und wären dann super aggro, wenn sie es dann halt nicht bekommen. So hört sich die Aussage doch schon mal deutlich besser an. Ich glaube, dass da schon was dran ist. Es wäre gut, wenn er hier jedes Mal dazu sagt, was er mit Nice Guy meint. Er sagt, dass die klassischen Macho-Typen mehr Erfolg bei Frauen haben als die Nice Guys. Und die Skeptiker schließen dann daraus, dass Max der Meinung ist, dass die Männer, dass die Männer jetzt zu Machos werden sollen, obwohl er das nirgends propagiert. Dennoch braucht sich Max nicht wundern, dass seine Aussagen so aufgefasst werden. Selbst ich als jemand, der offen gegenüber des Pickup ist, sah diese Aussagen auf den ersten Blick als problematisch an. Leute, guckt euch das an, Alter. Das ist ekelhaft, wirklich. Ja, diese Frau ist für mich auch nicht attraktiv. Es wäre gut, wenn sie abnimmt, aber die Art von Max hier ist einfach respektlos. Es gibt auch Analysen von Max, denen einige von euch vielleicht nicht zustimmen, die ich allerdings relativ on point finde. In seinem Video "Frauen müssen mehr gründen" stellt er sehr nachvollziehbar dar, dass Frauen nicht weniger Unternehmen gründen, weil sie vom bösen Patriarchat unterdrückt werden, sondern dass das daran liegt, dass Frauen einfach andere Interessen haben. Max und ich sind beide keine Fans von Political Correctness. Hashtag True Fruits did nothing wrong. Wir sind sehr liberal eingestellt, wenn es um Meinungsfreiheit oder Humor über Tabuthemen geht. Ich mag auch viele der Videos, bei denen er sich über radikal feministische oder radikal linke Aussagen lustig macht. Und zwar haben jetzt ein paar Wissenschaftlerinnen herausgefunden, dass es im Londoner Naturkundemuseum zu viele Männchen, also männliche Exponate geht, und das geht natürlich gar nicht. Eine Professorin der Universität Washington hat die Zeichentrickserie SpongeBob vorgeworfen, Rassismus und Gewalt zu verherrlichen. Max bringt viele Aussagen, denen ich nicht zustimme, welche ich als problematisch einschätze. Manchen stimme ich ganz zu und manchen konnte ich zustimmen, nachdem er mir etwas genauer erklärt hat, was er damit meint. Obwohl ich beispielsweise an diesem Video hier noch ziemlich viel zu kritisieren hätte, kann ich jetzt nicht zu allen kontroversen Aussagen von Max eine Analyse machen. Und ich habe bei weitem nicht alle Videos gesehen. Also kommt mir nicht mit, hast du nicht gesehen, was er in seinem 420. Video über Danny Klose gesagt hat? Abgesehen von einigen kontroversen Aussagen ist Max größtes Problem seine Kommunikationsweise in den Videos. So, ich sag mal, links, yo, fuckable. Er hat häufig einen sehr gehässigen, respektlosen, unnötig provokanten Tonfall. Häufig trifft er auch generalisierende, nicht differenzierte Aussagen und tut beispielsweise so, als wäre jede Person, die sich als Feminist bezeichnet, irgendwie komplett durchgedreht.
Einerseits beschwert man sich über die extrem negative, generalisierende Darstellung der Pickup-Szene, aber er macht genau das gleiche mit denen, die sich als Feministin sehen. Max nimmt fälschlicherweise an, dass nur die Hardcore-Linken, Pickup-Hater und Feministen was an seinen Videos auszusetzen haben und dass alle vernünftigen Menschen seine Aussagen so verstehen müssten, dass das nicht problematisch ist. Videos wie das Nein heißt Nein Video habe ich normalen Mädchen gezeigt, die sich nicht als Feministinnen sehen. Okay, würdest du dich als Feministin bezeichnen? Nein. Nein. Auch diese fanden solche Videos problematisch. Nach dem Anschauen des Videos haben wir ewig darüber diskutiert, wie einige Punkte da jetzt gemeint waren, als wäre das Video der Koran. Wenn man so lange darüber diskutieren kann, dann hat man sich eventuell nicht klar genug ausgedrückt. Weil ich Max persönlich kenne und weiß, dass er einige Dinge nicht so meint, wie man sie auffassen könnte, wenn man von der schlechtesten Interpretation seiner Aussagen ausgeht, finde ich vermutlich einen kleineren Teil seiner Videos problematisch als die meisten. Und ich bin auch bestimmt gewissen Thesen offener gegenüber als andere. Aber auch ich sehe, trotz meiner Sympathie ihm gegenüber, warum man viele Aussagen zu Recht als problematisch einstuft. Ich hoffe jedenfalls, dass ich zum einen deutlich genug gemacht habe, dass ich Max in vielen Punkten nicht zustimme. Hey, du hast das mit dem gemacht, also hast du genau die gleiche Meinung wie der. Ist ja in der heutigen Zeit eine weit verbreitete Logik. Und zum anderen hoffe ich, dass trotzdem noch bei euch ankommt, dass man aus den Videos nicht Schlussfolgerungen zu seinen Kursen oder Max als Privatperson schließen sollte. Und in dem Interview mit ihm, das jetzt kommt, da sieht man, denke ich, viel eher seine sympathischere Seite. Okay, kommen wir noch wieder mehr zum Thema Pickup. Ist das eigentlich das bevorzugte Wort? Weil irgendwie das Wort Pickup, das hat ja fast schon so einen verruchenden Eindruck. Sagst du auch Pickup dazu oder sagst du da Dating, Coaching oder irgendwie sowas? Ja, also ich finde es halt immer ein bisschen weichheimäßig und viele meiner damals Mitstreiter sind jetzt auch von abgewichen, weil jetzt die sozusagen Angst haben vor der Negativ-Publicity und sonst, die durch diesen Begriff entstehen. Mhm. Letztendlich kommen sie alle mehr oder weniger aus dem Pickup. Das hat sich natürlich auch sehr entwickelt und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Strömungen. Und ich bin halt jemand, der sagt, ich stehe zu dem Begriff, ich stehe zu dem, was ich gelernt habe. Es hat mir damals sehr viel geholfen. Und was ich heute mache, ist eigentlich ein Gemisch aus ein bisschen Pickup, aus viel Persönlichkeitsentwicklung, auch aus vielen spirituellen Inhalten, das wissen viele auch nicht. Ich habe aber keine Angst vor dem Label. Wenn das, was die Medien darüber behaupten, stimmt hundertprozentig nicht, okay. Vor allem von meiner Arbeit, aber ich weiß, was dahinter steht. Okay, genau. Aber deswegen werde ich mich nicht davon jetzt distanzieren. Genau, dann geht es auch um die nächste Frage. Also ich habe direkt ein paar Freunden gesagt, was ich hier so vorhabe und dann meinten die direkt so, mach das nicht, solche Pickup-Leute, die sehen Frauen nur als Objekte und Trophäen an, was hast du dazu zu sagen? So? Ja, das ist ein gängiges Misskonzept, weil das lustige Paradoxum eigentlich an dieser ganzen Pickup-Geschichte ist ja, dass zu mir nicht die Männer kommen, die Frauen als Objekte ansehen, weil leider, das klingt jetzt auch wieder hart, die Männer, die Frauen als Objekte ansehen, die haben meistens nicht wirklich Probleme mit Frauen, ja. Die haben meistens ziemlich Erfolg bei Frauen, das sind die Machos, die Bad Boys, die Arschlochtypen. Die haben Frauen. Ja. Zu mir kommen ja gerade die Männer eigentlich, die Frauen fast auf eine unnatürliche Weise erheben. Mhm. Also so ein bisschen so wie so ein Engel, wie so eine irgendwas Unerreichbares, das schöne Geschöpf und die so ein bisschen idealisieren eher. Mhm. Gemischt mit einer Angst und mit ein bisschen zu viel drüber nachdenken. Ja. Also das ist eher. Der Mann, der zu mir kommt, der läuft nicht Gefahr, da zu einem mega Frauenvernascher zu werden, sondern es sind ganz nette Typen wie du und ich, viele Ingenieure, viele Geisteswissenschaftler, die halt einfach ein bisschen schüchtern sind, sagen wir es so. Das Pickup gibt es schon mal nicht. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Lehrer. Es gibt sicherlich auch ein paar, die schwierig sind. Also ich kenne jetzt persönlich keinen, der mir jetzt einfällt, wo ich sage, das ist moralisch. Sondern es kommt immer auf den Lehrer an. Es gibt jetzt nicht das große Buch des Pickups, wo dann alles drinsteht und das machen alle so. Mhm. Bei mir lernt man eigentlich eher nicht manipulieren. Man lernt eher effektiv zu kommunizieren, sich gut darzustellen, also seine Qualitäten halt gut zu präsentieren. Und that's it. Und seine Ängste zu überwinden. Also das ist ein großer Teil. Ja. Ich versuche ja, ich will auch nicht, dass die Leute sich zu sehr verstellen, weil das habe ich. Ich habe das Pickup noch so gelernt, so hier The Game und sowas. Ja.
aber das ist anstrengend. Ja. Und irgendwie hat man auch diese, wenn man dann wirklich eine tolle Frau kennengelernt hat und mit ihr in die Kiste geht und so, dann ist das auch irgendwie so, dann hat man irgendwie auch so das Gefühl, du hast nicht wirklich gewonnen, weil du irgendwie mit gezinkten Karten gespielt hast. Ja, genau. Du willst ja auch, dass die Frau auf dich steht und nicht auf irgendwie eine Charade, die du hier verkaufst. Ja. Ne? Hattest du mal Leute in deinem Kurs, die irgendwie Geld zurückgefordert haben oder die irgendwie keine Frau angesprochen haben in dem Kurs oder sowas? Ich hatte das wirklich in der ganzen Zeit, wir haben ja eine 100% Geld-Zurück-Garantie. Ja. Und ich hatte es in den ganzen, ich glaube 15 Jahre mache ich die Kurse jetzt. Ein einziges Mal. Was war das für eine Story? Das war ein Typ, der war halt einfach. Ich hatte auch Leute schon mit sozialen Phobien und sonst was, aber der kam, ist nicht über seinen Schatten gesprungen und kam dann abends zu mir und sagte, das ist nichts für mich. Und, okay, krass. Ja, ist auch kein Problem für mich. Ja, natürlich. Also, es ist auch meine Verpflichtung als Coach, da bin ich auch echt krass. Ich will das Geld von den Leuten nur, wenn ich auch ihnen helfen kann. Ja. Wenn sie sagen, du kannst mir nicht helfen, das ist nicht mein Ding, dann dachte ich, okay, gut, dann go home. Ehrenmann. Ja. Dazu muss man sagen, komm nicht zu mir an nach dem Ende des Workshops und sag sonst was. Also das, du kannst aber den kompletten ersten Tag mitmachen und dann dich entscheiden. Ja, ja. So, dann weißt du schon, was genau, los. Wenn du nach dem ganzen Workshop ankommst, so, ja du, das ist so wie die Pizza essen, Pizza hat mir überhaupt nicht geschmeckt, ich will mein Geld zurück. Ja? Wie wichtig sind so Faktoren wie Aussehen und Status bei dem Ganzen, wenn man Frauen anspricht? Also Aussehen ist relativ unwichtig. Natürlich solltest du gepflegt sein und solltest halt jetzt nicht irgendwie wie ein Eimer Mülleimer rumlaufen oder sowas, ja. Aber Aussehen ist ein guter Einstieg. Also umso besser du aussiehst, umso bessere Grundregeln hast du, also Grunderfolgchancen hast du. Aber bei dem, was ich ja lehre, und das ist Frauen im alltäglichen Leben kennenzulernen, hast du immer mehr Chancen als sogar ein viel besser aussehender Mann als du, weil er sich das nicht trauen würde. Das heißt, Frauen reagieren in erster Linie mehr auf Persönlichkeit. Also das ist der Unterschied auch zwischen Männern und Frauen. Mhm. Persönlichkeit und dann Aussehen. Und wir sind erstmal Aussehen, wenn das okay ist, auch Persönlichkeit uns wichtig. Ne? Ja. Aber wenn das Aussehen nicht stimmt, dann sagst du, sorry, geht nichts. Ja. Und bei Frauen kann es durchaus so sein, das können wir uns als Männer schwer vorstellen, dass sie so einen Mann sagt, boah, den finde ich überhaupt nicht attraktiv. Mhm. Aber dann unterhält sie sich eine Stunde mit dem. Und der ist irgendwie super witzig, bringt sie tausendmal zum Lachen, ist cool drauf und auf einmal denkt sie, oh, ist eigentlich ein ganz geiler Typ. Ja, und auf einmal ist sie an ihm interessiert. Aber glaubst du, dass sie dann ihn immer noch als unattraktiv wahrnehmen? Also dass sie denken die dann plötzlich, dass er schön ist? Der wird schön, das sagen Frauen auch so. Ja. Also können die weiblichen User mal kommentieren. Die 10% weiblichen Zuschauer, die ich habe. Also der wird dann sozusagen durch sein Verhalten immer attraktiver in ihren Augen. Ja, könntest du es bei mir direkt einschätzen, was mein Erfolg ist und was ich für ein Typ bin, so bei Frauen? Du bist so ein bisschen, das ist ja ganz lustig, ähnlich wie ich ganz am Anfang so war. Ja. Du bist eher von der Körpersprache und von dem Auftreten, eher ein Herztyp, ein femininerer Typ, emotionalerer Typ, aber ein lustiger. Du kannst, glaube ich, Frauen gut zum Lachen bringen und sowas. Und über die Schiene, du wirkst jetzt nicht so mega maskulin, auch ein bisschen unsicherer in deiner Körpersprache oder so. Jetzt nicht, du bist nicht so einer, der reinkommt und so dasteht und so, hey, hier bin ich oder so. Ja, aber es wirkt wieder so ein bisschen defensiv und niedlich und dadurch mit deiner offenen, kommunikativen Haltung kombiniert, hast du auch einen gewissen Erfolg bei Frauen. Aber wenn du jetzt gleichzeitig nicht so kommunikativ wärst, wäre es auch wieder schwierig. Ja. Ja? Hey. Das mal oder nicht das Motto für heute ist. Ja, jetzt gehen wir zu dem Coaching. Bist du schon aufgeregt? Jo, ich bin super gespannt, was alles so passieren wird heute. Der Kurs, den wir bei Max gemacht haben, ging 2 Tage. Jeder Tag hatte einen Theorie- und Praxisteil. Der Theorieteil war sehr gut strukturiert und enthielt keinerlei manipulative oder anderen schlimmen Techniken, wie es immer von den Medien behauptet wird. Du musst nicht in allen Bereichen gut sein. Du kannst zum Beispiel nicht gut aussehen, und aber eine super Wortwahl-Thematik Emotionsgehalt haben. Dichter, Sartre zum Beispiel war vor der Frauen. Hält. Viele würden vielleicht sagen, dass es im Allgemeinen sexistisch ist, zu versuchen zu erklären, wie man bei Frauen gut ankommt, weil das nimmt ja an, dass alle Frauen gleich ticken, aber das tut der Kurs nicht. Ist sexistisch oder manipulativ beispielsweise die Empfehlung zu geben, einen selbstbewussten, aufrechten Gang zu verinnerlichen? Ha!
Du Sexist! Du sagst, dass es keine Frauen gibt, die auf so einem Gang stehen! Es sind nicht alle Frauen gleich, aber es gibt einfach Verhaltensweisen und Tendenzen, die bei einem großen Teil der Frauen auftreten. Das gibt es genauso bei Männern. Das ist aber manipulierend, weil dann Leute, die eigentlich so einen Gang haben, den Frauen was vortäuschen. Ich habe auch alle Aufnahmen von dem Theorieteil Frauen gezeigt, um sicherzugehen, dass ich hier nichts übersehe, das mir vielleicht als Mann weniger auffällt. Ich würde gern anfangen. Ich fand diesen Workshop äußerst trocken gehalten. Ich meine, zwar cool mit so aktiven Aufgaben, Frauen anzusprechen, 15 Mal Hi zu sagen mit so, keine Ahnung, Challenges. War es da irgendwas, sowas, wo du dachtest, das war so in Richtung Manipulation? Wahrscheinlich wäre es interessanter gewesen, wenn da irgendwas Sexistisches oder Manipulatives dabei gewesen wäre. Dem war nicht so. Würdet ihr sagen, dass das jetzt irgendwas ist, was die Männer irgendwie zu krassen Raubtieren macht, sodass man dann irgendwie die Grenzen von Frauen nicht beachtet oder sowas? Glaubt ihr, es gibt da irgendwie so das Gefahrenpotenzial von dem, was ihr gesehen habt? Also in diesem Kurs finde ich nicht, ich glaube nicht. Ich glaube in dem Kurs jetzt wirklich nicht. Das Einzige, was man vielleicht diskutieren könnte, war ein Teil, als es zur Praxis überging. Im Praxispart bekam man nämlich unterschiedliche Aufgaben, die einem helfen sollten, die sozialen Ansprechängste zu überwinden. Eine Aufgabe war hierbei, eine krasse Abfuhr zu kassieren. Und es ist nicht angenehm für Frauen, krasse Abfuhren zu geben. Dafür müsst ihr ein bisschen penetrant sein. Sondern wahrscheinlich müsst ihr hinterherlaufen und sagen, ach komm, irgendwie betteln oder so, oh bitte komm, ein Date oder so, da haben wir die Telefonnummer. Das ist jetzt ein bisschen... Das finde ich sogar, weil wenn... Ja, nee, also... Wenn man jemanden abblitzen lässt, ist ja schon ein super unangenehmes Gefühl, oder abblitzen lassen muss. Mhm. Also eine Aufgabe ist ja, dass wir uns abblitzen, dass wir eine Abblitzung bekommen, aber... Abfuhr. Aber ich bin zu nett, Leute. Glaubst du, das bekommst du hin? Also hast du schon direkt das Lahn im Kopf? Das ist das Schlimmste. Ja. Also genau das ist es ja, was ich nicht gerne mache. Menschen auf den Sack gehen. Ja. Boah, die Aufgaben sind schon wirklich hardcore. Aber genau das ist es ja irgendwie, was die Komfortzone dann so richtig sprengt. Ja. Ja. Ey, ich bin ultra am Schwitzen, ey. Okay, ich bin jetzt gespannt, wo wir jetzt hingehen. Wo jetzt der Ort sein wird, wo wir jetzt Frauen ansprechen. Beim zweistündigen Praxispart war Maximilian Pütz selbst nicht dabei. Hier gab es Anweisungen von seinen zwei Trainern. Das ist unser Großvater, der hat schon vor 100 Jahren hier angefangen, Frauen anzusprechen. Deswegen versammeln wir uns hier und führen die Tradition weiter. Richtig. Aber konzentriert euch wirklich gezielt darauf, die Aufgaben zu erfüllen. Also, dass ihr wirklich auch was Lehrreiches mitnehmt. Okay? Und wie gesagt, wenn wir sehen, der eine oder andere auch von euch braucht einen Arschtritt, dann werden wir den auch verteilen. Frauen bei Tag auf der Straße anzusprechen, nennt man beim Pickup übrigens Daygame. 30% der Männer und 23% der Frauen von euch haben sozusagen selbst schon Daygame betrieben. Max predigt in seinem Kurs, dass die absolute Ausnahme ist, dass die Frau auch mal den ersten Schritt geht. Aber laut meiner Umfrage passiert das gar nicht so selten. Das finde ich gut. Weiter so, Ladies. Macht Männer an! Auf die Frage, was ihr von Daygame haltet, meinten nur ca. 5%, dass es Belästigung ist, Menschen so anzusprechen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zahl auch auf negative Erfahrungen in dem Bereich zurückzuführen ist. So, was hältst du von Männern, die Frauen einfach in der Öffentlichkeit ansprechen? Sehr, sehr nervtötend. Und was sagen die dann da so in der Regel? Die dümmsten Anmachen aller Zeiten. So. Aber liegt das, keine, ist das, kein ist das schöner nicht eher, Spruch oder sowas. Aber ist das dann nicht eher das Problem? Ja, hey Schnucki oder keine Ahnung, was gibt's noch alles? Kann ich deine Nummer haben? Hast du heute noch vor? So richtig. Aber das hört sich eher so an, als wären die Anmachen das Problem. Also wenn das jetzt einer wäre, der so richtig cute wäre und richtig eine sympathische Anmache hat und so. Da war aber keiner cute. Wie gesagt, es kommt auch wirklich drauf an, wie es derjenige dann formuliert. Also. Ja. Ich sehe nicht, warum es als Belästigung zählen sollte, wenn man wen charmant, höflich und respektvoll anspricht. Hey, Entschuldigung, ganz kurz. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde dich echt verdammt attraktiv. Danke. Und ich hätte mich jetzt echt mega geärgert, wenn ich dich nicht angesprochen hätte. Deswegen dachte ich, sage ich einfach mal Hallo. Hi, ich bin Manuel. Das war mega gut, Alter. Das war mega gut. Scheiße. Ich fühle mich gerade wie Olli Schulz. Puh. Hi, grüß dich. Kann man hier auch irgendwelche guten Sachen machen? Guten Sachen machen. Gute Frage. Hallo.
auf jeden Fall nett, aber bei der Handynummer war es wieder eine Ablehnung. Leider ging während dem Daygame irgendwie mein Ansteckmikro kaputt, sodass es von den meisten Aufnahmen keinen Ton gibt. Das Ansprechen auf der Straße war mir bis zum Schluss unangenehm. Die meisten Frauen habe ich mit irgendwelchen dummen Sprüchen wie "Yo, weißt du, dass bald eine neue Staffel Ups, die Panic-Show rauskommt?" angesprochen. Irgendeine Frau drückte mir mal so einen Sektenflyer in die Hand und dann habe ich auch angefangen, Frauen mit diesem Flyer davon zu überzeugen, zu meiner Sekte zu kommen. Ich weiß, einfach nur übel cringe. Oder gäbe es Ladies unter euch, die es gut finden würden, wenn ich sie auf der Straße einfach über Ups, die Pannenshow zu quatsche? Da ich Ups, die Pannenshow lustig finde, allein über den Kommentar würde ich wahrscheinlich schon lachen. Das ist spannend gelaufen. Das war sehr spannend. Die meisten Menschen reagieren sehr positiv. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. Würdest du sagen? Man merkt halt auch, dass die alle teilweise, oder eigentlich alle, überfordert sind mit der Situation erstmal. Also ich muss sagen, dass schon weniger als die Hälfte positiv reagiert bei mir jetzt so. Und da man möglichst viel Erfahrung sammeln sollte, gab es die Anweisung, dass man nicht nur Frauen anspricht, die man sehr attraktiv findet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Frauen hier unterbewusst gemerkt haben, dass ich eigentlich kein Interesse habe. Nur die erste Frau, die ich ansprach, fand ich wirklich attraktiv und das war auch das erfolgreichste Gespräch von allen. Die gab mir, glaube ich, sogar ihr Instagram-Profil. Nach dem Praxisteil kam der nächste Theorieteil. Hier klärte uns Max darüber auf, dass er die Aufgabe, bei der man eine krasse Abfuhr kassieren sollte, nur gestellt wurde, um dann die Erfahrung zu machen, dass man niemals eine krasse Abfuhr bekommt und die meisten Menschen eigentlich ganz nett sind, was auch so war. Ist es allerdings wert, hier in Kauf zu nehmen, dass eine Frau eine nervige Erfahrung hat, nur dass ein Mann lernt, dass die Menschen nett sind? Aber wieso kann man das nicht gleich in dem Kurs sagen? Ja, aber das Ding ist, die meisten Menschen... Ich meine, du bringst die Männer in eine total unangenehme Situation und die Frauen irgendwie auch. Und die gar nichts wissen davon, dass es eigentlich nur ein Test ist und sie vielleicht dann wirklich denken so... Was ist mit den Männern los? Dann will ich gar nicht mehr angesprochen werden. Wenn ich das mein Kurs wäre, würde ich die Aufgabe rausnehmen, aber andererseits so... Wenn man an so Tierschützern vorbeigehen geht, die gehen einem auch genauso ewig nach. Und also da ein Lerneffekt an diesen Aufgaben? Ist das wirklich ein richtiger Lerneffekt? Ja, halt der Lerneffekt soll... Sondern das ist so ein Enthemmungseffekt, einfach um ein Gespräch zu starten. Dass man gar nicht so Wenn und Aber überlegt, sondern einfach mal... Also das so, finde ich das auch halt positiv, so der, dass man mal über seinen Schatten spricht. Ja, genau. Also die Leute, die halt in seinen Kurs kommen, das sind halt oft Männer, die halt noch nie eine Frau irgendwo auf der Straße angesprochen haben. Und er macht das Ganze halt in dem Wissen, dass sie halt extrem schüchtern sind und wenn jetzt hier irgendwelche Machos in den Kurs wären oder sowas, dann würde er die Aufgabe jetzt, denke ich, nicht so stellen, weil dann wüsste er, was passiert. Aber quasi, wenn man es im Hinblick auf die Situation machen, dass da lauter Leute sind, die sich eigentlich gar nichts trauen, so quasi will er sie sozusagen ein bisschen aus der Reserve locken. Ja. Ein bisschen Mut. Max hat auch explizit vorher gesagt, dass man hier jetzt nicht belästigend werden soll. Max gab das ja lediglich als einmalige Aufgabe und nicht als Tipp, dass man generell beim Frauenansprechen versuchen sollte, eine krasse Abfuhr zu bekommen. Nach dem Theorieteil ging es erstmal wieder zurück zum Hotel und danach konnte man sich im Night Game erproben, also Frauen ansprechen in einem Club-Szenario. Ich habe so gehofft, dass ich am ersten Tag, schon bevor es in den Club geht, so viele positive Erfahrungen gemacht habe, dass ich jetzt überhaupt keinen Bammel mehr habe, eine anzusprechen, aber so war es leider nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn man das erste Mal gemacht hat, einfach so eine fremde Person angesprochen, und das dann relativ positiv war. Das war bei mir beim ersten Ansprechen ja so, also mega positiv, mega langes Gespräch, was also auch super, eine super Verbindung gehabt. Aber es war danach nicht einfacher. So, jetzt geht's bald auf in den Club und da müssen wir uns jetzt schick machen. Hier besuchten wir passenderweise eine Single-Party, wo wir leider nicht viel filmen konnten. Mein Hauptanmachspruch war, dass ich auf die Frauen zugegangen bin und gesagt habe 2468, in der Hoffnung, dass sie dann 10 sagen. Und wenn die dann 10 gesagt haben, dann habe ich sowas gesagt wie: "Oh, sehr schlau, du konntest diese Kette fortführen. Du hattest bestimmt eine gute Note in der Schule." Und dann konnte man direkt über die Schulzeit reden und ab da war dann Freestyle angesagt. Ja,
Das habe ich mir selbst ausgedacht und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es war Max wichtig, uns hier keine vorgefertigten Sprüche zu geben, weil das ja wieder ein simples, manipulatives Abarbeiten eines Skripts wäre. Wir sollten hier einfach unseren eigenen Stil entwickeln. War ein erfolgreicher Abend, würdest du sagen? Ja, absolut. Kannst du deine größte Erfolgsgeschichte des Abends erzählen? Ja, es gab eigentlich zwei. Also die ersten zwei, mit denen ich gesprochen habe, die waren super lieb. Und ja, die hatten auch Interesse, so in Kontakt zu bleiben. Und wir haben dann Handynummern ausgetauscht. Ja, das war super. Und das war ganz witzig, wir haben die zusammen angesprochen. Und er war bei seiner so voll interessiert so. Und ich bin also nach zwei Minuten wieder weg, weil ich dachte mir so, ah nee, die ist ein bisschen zu langweilig, die redet ein bisschen zu wenig, war ein bisschen zu... Ich brauche schon so eine, die so ein bisschen offen ist und so, hey, hey, und so, das ist lächeln und überall so. So, ja. Ja, wir waren schon zurückhaltend. Wir waren zurückhaltend, das mag ich nicht. Also die Aufgabe war, man sollte 20 Approaches machen, also Frauen ansprechen und zwei Handynummern klar machen. Und ich habe, glaube ich, schon so sehr schnell drei Handynummern klar gemacht. Also wie der Streber. Und das Ding ist, die anderen sind jetzt noch alle da und machen weiter. Und ja, ich habe auch ein paar hübsche Mädels angesprochen, aber nur eine war dabei, die mir richtig gut gefallen hat. Grüße gehen raus an Maler. Also die war richtig lieb. Und dadurch, dass ich die Handynummer von Maler bekommen habe, habe ich den Effekt erreicht, den ich erreichen wollte. Und zwar, dass ich wollte mir selbst beweisen, dass ich eine hübsche Frau ansprechen kann, also die ich wirklich sehr hübsch finde und dann positives Feedback von ihr halte, ihre Handynummer kriege. Und es ging dann sogar so weit, am Schluss hat sie mir Komplimente gemacht. Weil ich habe ihre Handynummer klar gemacht, dann ist sie weggegangen und dann am Schluss habe ich gesehen, wie sie ihre Jacke greift und ich so, hey, was geht dir schon und so. Und da habe ich gesagt, Alter, ich finde es so krass, dass ich deine Handynummer bekomme. Ich habe halt direkt rausgehauen, dass ich ihre Handynummer habe und dass ich es so hübsch finde und dass es alles so gut ist. Und da hat sie mir auch ein Kompliment gegeben. Sie so, ja, du bist auch voll cool und so. Und dann umarmt und ihr geschrieben und ja, mal schauen. Viele Kursteilnehmer taten sich da allerdings deutlich schwerer. Manche Teilnehmer standen die meiste Zeit einfach nur rum und haben versucht, den Mut zusammenzubringen, überhaupt wen anzusprechen. Also, liebe Frauen, hütet euch vor solchen Teilnehmern von Pickup-Kursen. Vielleicht werdet ihr über sie stolpern, weil sie zu unauffällig in der Ecke stehen. Nach wenigen Stunden Schlaf ging es auf zum nächsten Theorieblock. Wenn man sich übrigens nur für den Theoriepart interessiert, haben die meisten Pickup-Artists auch Online-Kurse für eine gute Stange Geld. Die Kurse werden meistens so beworben, dass man eine kostenlose Videoserie zum Thema Frauen anpreist. Die ersten Videos sind dann wirklich kostenlos, aber für den letzten Teil muss man dann blechen. Meistens wird dann noch irgendein Timelimit vorgegaukelt. Diesen billigen Preis mache ich nur noch 3 Tage, oder? Danach werde ich dieses Programm nie wieder anbieten. Dass das nur Verkaufsstrategien sind, sollte allen klar sein. Ob sich diese Videokurse lohnen, kann ich nicht sicher sagen, weil ich so einen noch nie gebucht habe. Aber in allen Online-Videokursen zu allen Themen ist es meistens so, dass man sich die Infos billiger aus Büchern holen kann. Auch die meisten Infos aus Max' Vorträgen beim Kurs kannte ich schon aus Büchern oder Videos. Naja, falls ihr euch mal den kostenlosen Videokurs von Max anschauen wollt, habe ich euch den mal verlinkt. In den ersten kostenlosen Parts gibt es auch manchmal hilfreiche Informationen und manche sind auch zu faul, die Infos aus Büchern zu holen, sodass sich der Kurs für sie lohnt. Schließlich wurde es Zeit für den letzten Praxispart. Ein weiteres Mal auf der Straße bei Tag mit einem neuen Paket von Aufgaben, die teilweise nicht mal was mit Frauen zu tun hatten. Es war interessant, wie jeder Teilnehmer hier unterschiedliche Schwachstellen hatte. Eine Aufgabe war, dass man einfach öffentlich laut eine Rede zu irgendeinem Thema hält. Das fiel Manuel und mir halt null schwer. Ich habe diese Aufgabe sogar besonders tryhard gemacht und hatte sogar Spaß dabei. Glaubt ihr an den freien Müll? Es gibt keinen freien Müll, oder? Ein anderer Kursteilnehmer hat fast zum Weinen angefangen, als er sich zu dieser Aufgabe zwang. In der Pickup-Theorie unterscheidet man zwischen einem Direct Approach und Indirect Approach. Beim Direct Approach sagt man direkt, was Sache ist. Hi, sorry, dass ich dich jetzt hier einfach so anspreche, aber ich finde dich extrem attraktiv, bla 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 bla. Oder den Indirect Approach, wo man das Gespräch irgendwie anders startet. Hey du, kannst du mir sagen, ob mir dieses Messer hier steht? Und man sollte halt mindestens einen Direct Approach machen, aber das habe ich mich bis zum Schluss kein einziges Mal getraut, weil ich einfach so ein spaßiger Typ bin und dieser Direct Approach ist mir
einfach zu ernst. Nach einem letzten Theoriepart war der Kurs dann vorbei und ich führte mit Max ein Feedback-Gespräch. Aber ich noch eine Frage an dich. Wie war denn jetzt für dich der, so der Eindruck, wenn du jetzt, dass ich so die Pickup, hast ja, haben wir auch in der Zeit die Pickup-Community, diese ganzen Männer, Frauenverachtenden und Objektifizierung von Frauen, jetzt von der Crowd, die so da war? Ja, also natürlich waren das schon eher so Normalos. Es war jetzt nicht so Leute, wo man sich so denkt, ah, denen kommt zu auf die One-Night-Stands an, aber es ist nicht so, dass so quasi das Bild komplett gesprengt wurde. Es waren schon welche da, die durch diesen Workshop sich One-Night-Stands gönnen. Ja, aber One-Night-Stands ist ja nichts Verkehrtes. Es ist ja nichts Verkehrtes. Ja, ja. Also ich finde, ich habe damit nichts auszusetzen, aber es gibt vielleicht Frauen oder bestimmte Männer, die fragwürdig ansehen. Aber das ist mir scheißegal, ja, weil da stehe ich 100%. Aber es geht ja darum, direkt um den Vorwurf, dass Leute, die das machen, dass die halt Frauen nur als Objekte an, hat das Gefühl, dass da irgendeiner da war, der Frauen nur als Objekte ansieht, also, nur als Sexobjekte oder irgendwas. Also da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, es gab keinen, der Frauen nur als Objekte ansieht, aber bei den Trainern hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die so die Frauen schon so als Spielfigur ein bisschen so gesehen haben, sodass die hatten definitiv eine andere Herangehensweise beim Frauen kennenlernen und treffen, wie jetzt ich zum Beispiel. Also ich denke mir so, ja, die ist hübsch, vielleicht geht sich da was oder wie finde ich die? Und die waren eher, glaube ich, so, wenn die mit Frauen geredet haben, so, okay, wie mache ich jetzt das Game so? Deswegen sind sie auch Trainer. Ja, genau. Also die spielen halt. Die müssen also, das ja machen. Es geht hart um das Spiel so. Na klar. Und ich hatte auch halt bei denen das Gefühl, dass die halt bei Frauen auch übelst lang das Game gespielt haben, versuchen zu spielen, wo sie eigentlich gar nicht so das Interesse hatten, habe ich das Gefühl, sondern einfach nur um zu schauen, wie weit komme ich jetzt bei dem Game bei denen, obwohl ich die jetzt gar nicht so. Die sind ja natürlich dann auch da in der Funktion eines Trainers und da geht es ja auch nicht um ihren persönlichen Spaß, sondern da geht es ja auch zum Beispiel darum, anderen, den Männern zu zeigen, es geht. Ich habe Monate nach dem Kurs den neuen Kursteilnehmern eine Umfrage zu dem Kurs geschickt. 66% gaben an, dass der Kurs ihre Erwartungen erfüllt hat und 33% sind sich da nicht sicher. Jeder gab an, dass sich seit dem Kurs der Erfolg mit Frauen verbessert hat. In den seltensten Fällen hat sich das verdoppelt, wie es Max in seiner Werbung versprach. Aber Glückwunsch an die Person, die angegeben hat, dass sich der Erfolg mit Frauen seit dem Kurs einfach nur krass um ein Vielfaches verbessert hat. Ein Kursteilnehmer schreibt, ich sehe bisher noch nicht, dass das System funktioniert. Man lernt viele Frauen kennen, aber mein Gefühl ist, dass diese Herangehensweise für Frauen nicht überzeugend ist. Ein anderer, ich fand den Kurs sehr gut, weil er mir zumindest einen Einblick in die Psyche einer Frau gewährt hat. Leider habe ich mich teilweise bei den Außenterminen ziemlich abgehängt gefühlt. Also man sieht, wie groß die Varianz ist. Manche vervielfachen ihre Skills und manche erleben keine krasse Veränderung. Dass sich das Aussehenslevel und Skill-Level der Teilnehmer so stark voneinander unterscheidet, ist kontraproduktiv, würde ich sagen. Wenn man sich vom Rest abgehängt fühlt, könnte das Motivationsverlust verursachen. Und das hat Manuel zu dem Kurs zu sagen. Man kann ja durch so einen Workshop verschiedene Dinge angehen. Für mich war es eben diese Ansprechangst bzw. diese soziale Konditionierung, dass man nicht einfach fremde Menschen auf der Straße anspricht, einfach mal auf die Probe zu stellen und durch Aktionen auch einfach mal für mich zu überwinden. Obwohl man es von Maximilians YouTube-Videos vielleicht nicht denken würde, unterrichtet der Kurs nichts Problematisches. Es geht hier, wie bei inzwischen den meisten Pickup-Kursen, nicht darum, Frauen zu manipulieren. Solche manipulativen Techniken lehnt Pütz explizit ab. Die Männer, die in diesen Kurs kommen, sind keine Machos, sondern größtenteils Männer, die sich nicht mal trauen, irgendwelche Frauen anzusprechen, geschweige denn den ersten Move beim Kurs zu machen. Also das komplette Gegenteil von dem, wie die Medien solche Kursteilnehmer darstellen wollen. Zum Theorieteil kann ich sagen, dass ich das meiste schon aus Büchern und Videos wusste. Obwohl schon auch ganz schön ist, wie Max das alles nochmal zusammengefasst hat. Der Praxispart ist, denke ich, das, was Männern hier am ehesten helfen könnte. Da trainiert man, seine Komfortzone zu verlassen und soziale Ängste zu überwinden. Es war eine richtig krasse und spannende Erfahrung, über den Schatten zu springen und Frauen anzusprechen. Aber besonders auf der Straße war mir das so übertrieben unangenehm. Und das haben die Frauen, glaube ich, auch gemerkt, weshalb sich mein Erfolg da auch in Grenzen hielt.
Auf der Straße werde ich sicher nie wieder eine Frau ansprechen. Aber dass man nach so einem Kurs zu so etwas übergeht, ist auch gar nicht das Ziel, wie Max selbst sagt. Ich habe mich gestern schon mit Simon drüber unterhalten und so. Er sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so der Typ bin, der jetzt irgendwie ständig Frauen auf der Straße anquatschen möchte oder sowas. Ich habe gesagt, darum geht es nicht. Das wollen die wenigsten Männer. Es geht um den Moment, wo du halt diese Frau siehst, die du toll findest. Und das ist uns allen schon passiert. Auch beim Einkaufen oder sonst was. Und dass du dann hingehst. In den Clubs lief das Ganze bei mir relativ gut. Da bin ich viel eher in meinem Element. Ursprünglich wollte ich ja so einen Kurs machen, weil ich kurzzeitig ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl hatte und davon ausging, nie wieder eine gute Frau zu bekommen. Seit dem Kurs ist meine Sicht da viel positiver. Immer wenn ich Frauen angesprochen hatte und ein Gespräch startete, kam meine Art in den meisten Fällen sehr gut an. Ich war sogar der Einzige in dem Kurs, der es geschafft hatte, ein Date mit einer richtig hübschen, intelligenten Frau einen Tag nach dem Kurs in Frankfurt zu klären. Und nein, das war keine, die mich von YouTube kannte. Was Pickup im Allgemeinen betrifft, feiere ich am ehesten die, die sich auf Self-Help in Bezug auf das ganze Leben fokussieren. So wie es die Coaches Tyler, Julian, Sascha Daygame machen. Max hat auch solche Elemente, aber etwas weniger als die genannten. Männer sollten nicht losziehen, extra um Frauen klarzumachen, sondern einfach nur, um Menschen im Allgemeinen kennenzulernen. Man sollte einfach mehr auf Menschen zugehen und Konversationen starten, egal ob mit einem Mann oder einer Frau. Das beste Game von allen Pickup-Leuten hat meiner Meinung nach übrigens der YouTuber Jack Denmo. Ich habe die Videos von dem mit einer Freundin angeschaut und die hat den sehr gefeiert und hat betont, wie sehr sie sich freuen würde, wenn man sie so ansprechen würde. Ich denke, es sollte von allen Seiten mehr Empathie gezeigt werden, was das Thema angeht. Frauen machen viel eher unangenehme Erfahrungen, in denen sie von komischen Männern angesprochen werden. Da ist es logisch, dass sie nicht wollen, dass das mehr wird. Aber diejenigen, die das Pickup-Game verachten, müssen sich mal in die Lage von Männern hineinversetzen, die teils mit 30 noch 0,0 Erfahrung mit Frauen haben und sich nicht trauen, Frauen anzusprechen. Der wichtigste Aspekt, den solche Kurse mitbringen, ist, dass man dadurch gepusht wird, sowas mal zu tun. Wenn man sich einfach mal mit seinen Single-Freunden zusammenschließt und loszieht, um ein paar Frauen anzusprechen und dazu noch entsprechende Literatur liest, würde man geschätzt ähnliche Ergebnisse erzielen. Aber was ist, wenn die meisten Freunde in einer Beziehung sind oder auf sowas einfach keinen Bock haben? Da kann so ein Kurs durchaus die Lösung sein. Dass der Kurs nicht wenig kostet, kann hier sogar ein Vorteil sein, denn wenn man viel Geld für einen Kurs zahlt, bei dem man sich nicht traut, eine einzige Frau anzusprechen, wäre das schon eine ziemliche Geldverschwendung. Und beim Kurs hat man auch erfahrene Trainer dabei, die einem vielleicht besser pushen können als Freunde. Ich persönlich habe jetzt keine Verdopplung oder Verfünffachung meiner Skills bei Frauen gemerkt, wie es Max in seinem Werbevideo bewirbt. Ich denke, es wird da Männern teilweise schon etwas zu viel versprochen. In dem Trailer kommt das alles etwas glorreicher rüber, als es dann letztendlich ist, aber es könnte definitiv die Chance signifikant erhöhen, dass man eine Freundin findet. Ich hoffe, ihr habt jetzt nach diesem Beitrag ein umfangreicheres Bild von Pickup. Vielleicht gehört ihr ja jetzt zu denjenigen, die von so einem Kurs profitieren könnten. Schaut euch einfach mal die unterschiedlichen Lehrer an. Zu jedem passt da bestimmt jemand anderes. Als Dank dafür, dass Maximilian Pütz mich seinen Kurs kostenlos machen hat lassen, habe ich seine Seite ganz oben verlinkt. Bei ihm finde ich auch besonders gut, dass er eine Geld-Zurück-Garantie anbietet. Wenn ihr euch für wen anders entscheidet, ist eine Geld-Zurück-Garantie mit Sicherheit ein guter Indikator, ob der Kurs was kann. Ich habe unter Max noch weitere Coaches verlinkt, die viele hilfreiche Videos haben. Ich spreche hier vor allem von den neueren Videos, also bitte kramt jetzt keine alten Videos von Julian raus und heult mich voll, wie ich sowas denn nur promoten kann. Die neueren Videos, die ich gesehen habe, sind da alle ganz gut. Wie findet ihr solche langen Videos? Ich wollte einfach mal ein krasses Gegenprogramm zu den 4-minütigen TV-Beiträgen, die die ganze Pickup-Szene als extrem problematisch darstellen, raushauen. Es gibt viele Themen, zu denen es kaum ausführliche, differenzierte und vor allem open-minded Beiträge gibt. Schreibt mal in die Kommentare, zu welchem kontroversen Thema ich die nächste Folge von diesem Format machen soll. Soll ich mit Verschwörungstheoretikern reden, mal so einen Kurs machen, der einem verspricht, beizubringen, wie man reich wird? Soll ich mal mit Antifa-Leuten oder mit
rechten YouTubern reden. Auch beim Thema Pickup und Maximilian Pütz ist noch lange nicht alles gesagt. Deshalb werde ich mit Maximilian Pütz auf Twitch einen Livestream machen, bei dem ihr eure kritischen Fragen stellen könnt. Den Termin findet ihr im angepinnten Kommentar. Zeigt euren Support für solche Formate durch ein Twitch-Abo oder einen Beitrag bei Patreon. Checkt auch noch das Video von Manuel aus, der nochmal komplett andere Aspekte beleuchtet. Danke, Peace. Holy fucking shit. Wie fucking lang wird denn jetzt das Video? Oh mein Gott. Krass, ey, das waren jetzt 14 fucking Seiten Text. Ich glaube, davor war mein, das war jetzt ein krasser Sprung zu den anderen Videos. Davor waren meine Videos irgendwie, glaube ich, 5, 6 Seiten, 7 Seiten war maximal mein längstes Video. Eieiei.